Heute im Hessenschau-Studio Andreas Hieke und Martin Wirsing. Guten Abend. Guten Abend auch von mir. Und das sind drei unserer Themen. Frankfurter Opernplatz, Kehraus statt Randale. Explosive Dreharbeiten für Irrtum der Film. Und Hashtag Poesiealbum, heute das Schwarzwaldmädel aus Offenbach. Kehraus statt Randale, politische Statements statt Krawall. So kann man die Situation auf dem Frankfurter Opernplatz gestern Abend kurz zusammenfassen. Um Mitternacht hat das technische Hilfswerk mit Flutlicht dafür gesorgt, dass es ungemütlich wurde. Und wenn dann die Kehrmaschinen loslegen, dann ist klar, die Party ist vorbei. Scheinwerfer statt Flaschenwerfer, Bereitschaftspolizei, am Ende Absperrband. Der Opernplatz im Herzen der Frankfurter Innenstadt gleicht in der vergangenen Nacht eher einer Festung als einer angesagten Party-Location. Die, die trotzdem zum Feiern gekommen sind, finden die getroffenen Maßnahmen angemessen. Ich finde es absolut gut und ich finde es absolut gerechtfertigt, aus dem einfachen Grund, wir wissen, was letzte Woche passiert ist. Und das war nicht schön. Und ich sage mal, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, sich hier trotz Corona zu treffen. Ich meine, die Pandemie ist noch nicht vorbei. Wir haben immer noch Corona, wollen wir nicht außer Acht lassen. Aber ich denke mal, 1 Uhr ist okay. Ja, also hätte auch schlimmer sein können, wenn sie jetzt sagen würden, es geht gar nicht oder sowas. Von daher muss man das nehmen, was man kriegt. Ich meine, das letzte Mal ging es ja echt richtig ab und das war wirklich unnötig. Und wenn man halt so durchgreifen muss, aber dann wenigstens trotzdem hier auf dem Opernplatz ein bisschen feiern kann, ist doch in Ordnung. Auch rund um den Opernplatz ist die Polizei im Dauereinsatz. Die Personenkontrollen waren im Vorfeld angekündigt worden. Eine Gruppe meist junger Demonstranten wirft den Beamten sogenanntes Racial Profiling vor und kritisiert, dass gezielt Menschen mit Migrationshintergrund kontrolliert worden seien. Einsatzkräfte kesseln die Gruppe ein, die Lage beruhigt sich. Mit dem Eintreffen des THW kündigt sich dann das frühe Finale eines lauen Sommerabends an. Die LKW bringen eine Scheinwerferbatterie in Stellung. Der Opernplatz erstrahlt beinahe taghell, als der Frankfurter Polizeipräsident sich vor Ort davon überzeugt, ob das Sicherheitskonzept funktioniert. Die Stadt soll weiterhin in ganz gewohnter Form zusammenkommen können. Die Menschen sollen sich treffen können, sollen feiern können. Es sind noch viele Restaurants, Gaststätten, größere Clubs und Diskotheken geschlossen. Das Leben spielt sich bei dem schönen Wetter draußen auf den Plätzen ab und das soll auch laufen. Und wir sind im Hintergrund, ganz stark im Hintergrund und wollen erst dann in den Vordergrund treten, wenn es absolut erforderlich ist. Eine Lautsprecherdurchsage läutet dann das Ende des Abends ein. Erstens, ab 0 Uhr bis 0 Uhr 59 wird das Betreten nicht mehr gestattet. Zweitens, ab 1 Uhr bis 5 Uhr gilt ein Aufenthaltsverbot. Während die Teams vom Frankfurter Entsorgungsbetrieb loslegen und dabei auch viel weniger als sonst auf dem Opernplatz zu tun haben, gehen die Partygäste. Viele davon offenbar direkt nach Hause, denn auch auf den anderen sonst stark frequentierten Partyplätzen wie Hauptwache und Zeil sind eher mehr Polizisten zu sehen als Feierwillige. Für den Frankfurter Oberbürgermeister gehören solche Bilder aber auch in den nächsten Wochen zum Wochenendstandard. Die Tausenden, die friedlich feiern wollen, um die geht es vor allem und denen Luft zu verschaffen, dass das auch geht. Und dass man sich nicht bedroht fühlen muss und dass, wenn man hilft, eben auch nicht sich bedroht fühlen müssen. Das war heute schon sehr wichtig. Und das scheint, fragen Sie mich in 2 Wochen, aber es scheint zumindest nach dem nächsten Wochenende dann so zu sein, wenn das auf der Linie bleibt, dass wir zumindest einen Hoffnungsschimmer haben, der nicht trügerisch ist. Bis 6 Uhr morgens heißt es dann, Betreten verboten auf dem Opernplatz. Und die für Hessens Steuerzahler teuerste Party in diesem Sommer ist endgültig vorbei. In unserer Reihe Sommerinterviews mit hessischen Spitzenpolitikern interviewt unser Kollege Michael Immel, links im Bild, heute Robert Lambrou, den Fraktionsvorsitzenden der AfD. Die hatte ja zuletzt viel mit sich selbst zu tun. Robert Lambrou hat sich den Mauritiusplatz in Wiesbaden für das Sommerinterview mit Landtagskorrespondent Michael Immel ausgesucht. In den letzten Monaten musste sich der AfD-Fraktionsvorsitzende intensiv um seine Fraktion kümmern. Im Interview distanziert er sich deutlich von 2 seiner Abgeordneten. Der ehemalige AfD-Spitzenkandidat Rainer Rahn hatte der Fraktion Stasi-Methoden vorgeworfen, weil es ein Dossier über ihn gibt, in dem ihm Fehlverhalten vorgeworfen wird.
Herr Rahn hat sich öffentlich mit einer hanebüchenden Kritik gegenüber der AfD-Fraktion geäußert. Er hat damit die AfD als Partei im Allgemeinen und die Fraktion im Besonderen beschädigt. Und das war wahrscheinlich auch seine Absicht. Es gebe keine Stasi-Methoden und keine Bespitzelung in der AfD. Der Fraktionschef räumt aber ein, dass Erinnerungsprotokolle angefertigt wurden über das, was alles nicht in Ordnung sei. Auch über einen anderen Abgeordneten gibt es solche Protokolle. Sind Herr Rahn und Herr Kahn zu wenig auf Linie in der Fraktion? Es geht nicht darum, ob jemand auf Linie ist, sondern eine Fraktion gewinnt zusammen und sie verliert zusammen. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass man Teamplayer braucht. Und sie können Egozentriker nun mal nicht einbinden. Lambrou kritisiert seinen Fraktionskollegen Rahn auch in einem anderen Punkt. Nach dem rassistischen Anschlag in Hanau im Februar, bei dem es auch Opfer in einer Shisha-Bar gab, hatte Rainer Rahn Shisha-Bars als Orte bezeichnet, die vielen missfallen. Dazu hatte Lambrou seinerzeit geschwiegen. Hätten Sie nicht zu so einer Aussage eines Fraktionsmitgliedes auch etwas sagen sollen, müssen? Sind das nicht Scharfmacher? Ich kann Ihnen aus der heutigen Sicht ganz klar sagen, dass ich so eine Äußerung zu dieser Zeit absolut pietätlos fand. Trotz dieses heftigen Streits innerhalb der Fraktion will Lambrou von einem Ausschluss der beiden Abgeordneten aus der Fraktion noch nichts wissen. Im Zusammenhang der Drohmail-Affäre und möglicher rechter Netzwerke innerhalb der Polizei verteidigt Lambrou die Aufklärungsarbeit von Polizei und Staatsanwaltschaft. Andere Oppositionsfraktionen stellen ja eher den Innenminister in Frage. Warum sind Sie auf Kurs der Regierung? Ich bin nicht auf Kurs der Regierung, sondern die Frage war nach dem Vertrauen in die Polizei. Und da habe ich volles Vertrauen. Der Innenminister steht in der Kritik. Und hier muss man natürlich gucken, wie er sich verhält. Allerdings finde ich das Thema der Drohmails zu ernst, um hier eine Personaldebatte vom Zaun zu brechen. Sollte sich der Verdacht gegen einzelne Polizisten aber bestätigen, müssten diese hart abgestraft und entlassen werden. Das ganze hr-Sommer-Interview ist jederzeit abrufbar auf hessenschau.de. Kostenlos und freiwillig sollen die Corona-Tests für Reiserückkehrer aus Risikogebieten an deutschen Flughäfen sein. Wie sieht's da in Frankfurt aus, Martin? Ja, es gibt ja schon seit knapp einem Monat ein Corona-Testzentrum am Frankfurter Flughafen. Da kosten die Tests allerdings. Nun, nach der Einigung der Gesundheitsminister von Bund und Ländern, will die Fraport AG das weitere Vorgehen klären, heißt es offiziell. Das bedeutet, es dauert noch, bis auch hier kostenfreie Tests angeboten werden. Die Flughäfen München, Düsseldorf, Köln, Bonn und Dortmund bieten schon jetzt kostenfreie Untersuchungen an. Die SPD im Hessischen Landtag fordert umgehende Aufklärung des Parlaments im Bestechungsfall bei der Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft. Justizministerin Kühne-Hörmann müsse schleunigst klären, warum das System der Auftragsvergabe versagt habe, so die SPD-Fraktionsvorsitzende Nancy Faeser. Gestern war bekannt geworden, dass ein Frankfurter Oberstaatsanwalt und ein Unternehmer wegen Bestechlichkeit und Bestechung in Untersuchungshaft sitzen. Der kleine FSV Frankfurt prescht vor. Während es immer noch unklar ist, wann die großen Fußballvereine wegen der Corona-Krise wieder Fans in die Stadien lassen können, hat der Viertligist heute schon vor Anhängern im Stadion am Bornheimer Hang gespielt. Klassische Stadiongefühle kamen dabei aber nicht auf. Nur 95 Sitzplatzkarten waren für das Vorbereitungsspiel gegen Viktoria Aschaffenburg verkauft worden. Eigentlich passen hier rund 12.500 Zuschauer rein. Zum Hygienekonzept des Vereins gehören neben Desinfektion am Eingang auch Abstandsregeln auf den Rängen. Selbst Menschen aus einem Haushalt mussten auf den Sitzplätzen 1,5 Meter auseinanderbleiben. Das hat alles super geklappt, muss ich sagen. Haben sich alle dran gehalten. Und das war für uns auch wichtig. Konzepte hin und her, das müssen ja die Leute leben. Und man hat heute gemerkt, die Leute leben es wirklich und helfen uns dann eben auch dieses Konzept tragfähig zu machen. Sportlich hat es wohl auch geholfen. Der FSV siegte gegen Viktoria Aschaffenburg mit 1:0. In den kommenden Wochen will man voraussichtlich ein weiteres Testspiel austragen mit mehr Zuschauern. 7 Millionen Euro sollen zusätzlich in neue Radwege in Frankfurt fließen. An diesem Wochenende ist die Friedberger Landstraße dran.
In dicker roter Farbe wird an einer der Hauptverkehrsadern der Stadt der Radweg markiert. Zeitweise wird die Friedberger Landstraße dafür sogar komplett gesperrt. Die Arbeiten sind Teil der Umsetzung des Radentscheids. Immer wieder war es in Frankfurt in den vergangenen Jahren zu schweren Verkehrsunfällen mit Radfahrern gekommen. Zu den Corona-Zahlen. Bis heute Morgen 0 Uhr sind dem Robert-Koch-Institut 58 weitere mit dem neuartigen Coronavirus infizierte Menschen gemeldet worden. Damit steigt die Gesamtzahl aller Infizierten in unserem Bundesland auf 11.649. Ebenfalls gemeldet wurde ein weiterer Todesfall, der mit Covid-19 in Zusammenhang steht. Aktiv infiziert mit dem Virus sind etwa wieder 450 Menschen. Soweit die Nachrichten und weiter geht's mit einem besonderen Drehtag an einem besonderen Ort, Andreas. Filme machen ist ja teuer normalerweise und ein Spielfilm ist nicht ganz einfach zu finanzieren. Ganz anders beim Film Irrtum, der zurzeit produziert wird. Ein Krimi, bei dem sich zwei durchgeknallte Polizisten behaupten müssen. Das ist eine Low-Budget-Produktion, das ganze Team arbeitet ehrenamtlich, Schauspieler wie Techniker. Aber heute haben sie es beim Dreh mal richtig krachen lassen. Auf diesen Moment musste die Filmcrew den halben Tag warten. Deshalb ausgleichende Gerechtigkeit, die ganze Explosion am Ende dieses Films. Vorher Auftritt der Helden und Briefing der Feuerwehr und Rettungskräfte. Und wenn der Kameramann sagt Cut, dann bedeutet das, dass der Angriffstrupp rausmarschiert, Schnellangriff oder was weiß ich, baut auf, dann muss dieses Ding so schnell wie möglich gelöscht werden. Denk dran, 3000 Liter Wasser mehr haben wir erstmal nicht. Das schaffen wir aber locker. Wäre ja auch gelacht. So groß ist er ja auch gar nicht, die Hütte, die in 92 Stunden Arbeit selbst zusammengezimmert wurde. Und die Feuerwehr sind nicht die einzigen Gucker. Zivilisten sozusagen sind heute auch als Beobachter erlaubt. Es ist ja offiziell, dass da jetzt jede Menge Zuschauer sein dürfen. Und was ja am Set normal auch nicht üblich ist. Aber da es ein bisschen was Außergewöhnliches ist und sich in ganz Münzenberg rumgesprochen hat, kam ich dann irgendwann auf die Idee, okay, machen wir sowas. Mit 20 wollte ich anfangen, dann bin ich auf 50, jetzt bin ich bei 130. Und die werden auch alle höchstpersönlich vom Regisseur durch die Hütte geführt. Ja, das ist mein Duschvorhang von zu Hause. Ich habe jetzt gerade keinen mehr. Nach der Tour ist dann auch schon vor dem Dreh. Einweisung der Crew. Geplant ist es, dass zwei mit Atemschutz reinlaufen und eine verbrannte Leiche rausholen. Und weil man eine verbrannte Leiche nicht mal so eben im Requisitenschrank liegen hat, muss die in der Maske natürlich erstmal gebastelt werden. Er hier darf es sein, vorher müssen aber alle Haare ab, auch der Bart. Neues Gefühl? Weil ich eigentlich nie mein Bart so kurz hatte. Etwas ungewohnt, aber... Ja, aber... Cool. Na also... Fertig sieht die lebendige Leiche dann übrigens so aus. An der Hütte wird indes ein Luftballon mit explosiver Mischung gefüllt. So, das ist jetzt von der Größe her, ja, relativ kleiner Ballon. Ich verwende nachher anschließend 4 Stück, die einen Meter Durchmesser haben. Und was hat er dann jetzt mit nur dem kleinen vor? So, und jetzt testen wir einfach mal, wem Sprung, wann wir zünden und anhand des kleinen Ballons. Ach so, also eine Probe ohne große Explosion, aber wahrhaftig mit Knalleffekt. So, das war jetzt nur ein kleiner Ballon. Und der hatte ganz schön Wumms. Dem Kamerateam und mir trillern die Ohren immer noch. Jetzt aber die großen Ballons, die dann die Hütte auch wirklich abreißen sollen. Als das Werk fertig ist, zeigt uns Dieter Nicolai in aller Seelenruhe sein Werk. Sieht aus wie bei einer Geburtstagsparty, wir ziehen uns aber lieber zurück, um endlich die Hütte in die Luft fliegen zu sehen. 3, 2, 1. Und ruckzuck fängt die Hütte auch an zu brennen. Die Feuerwehr und Polizei eilt zum Einsatz, alles ebenso, wie es später im Film dann auch mal sein soll. Action, Feuer, Blaulicht. Die zwei Hauptdarsteller finden, coole, heiße Nummer. Ja, eine ziemlich heiße Angelegenheit, würde ich sagen. Ja, also bis zum Schluss habe ich es jetzt nicht ausgehalten, weil es fing hier unten an, sehr, sehr heiß zu werden. Aber ansonsten aufregend, aufregend, so wie wir es uns vorgestellt hatten. Also es war gar nicht laut. Also es war leiser als vorhin, fand ich. Ich fand es jetzt gar nicht so laut. Ich hätte mir ein bisschen lauter vorgestellt, aber trotzdem sehr explosiv.
den Zweien ist nichts passiert. Der Arsch ist ein bisschen warm geworden, ja, aber das ist halt normal bei den Temperaturen. Ja, dann kann man sich mal vorstellen, so eine Hitzewelle, die jetzt hier entsteht, in Windrichtung bis zu 50 Meter, kann das irgendwas anstecken. Solche Hitzestrahlung entsteht in dem ganzen System. Das ist Gott sei Dank nach neben weggegangen. Das heißt also, das Feld rechts hat ein bisschen abgekriegt. Aber alles in Ordnung. Und alle offensichtlich zufrieden. Und weil ich sie am Anfang so hingehalten habe, jetzt noch mal die ganze Explosion in voller Länge. Tick, 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 tick. Heiße Nummer. Romroth ist unser dolles Dorf der Woche. Wobei, mit dem Dorf ist es so eine Sache. Der Ortsteil hat zwar nur 1400 Einwohner und wäre damit noch ein Dorf. Aber Romroth hat Stadtrechte. Also zum ersten Mal in unserer beliebten Reihe heute dolle Stadt. Tja. In Romroth gibt's die Antworten auf die großen Fragen der Menschheit. Beispiel, warum wird der Name Bäcker mal mit Ä und mal mit E geschrieben? Easy, weil das hier ein Bäcker ist und der Bäcker ein Metzger. Siehst du? Nächste große Frage haben die beiden ganz offensichtlich beide mit Ja beantwortet. Sie dürfen die Braut jetzt küssen. Mhm. Machen hier ständig Leute, weil sich so schön heiraten und feiern lässt. Im Schloss. Ursprünglich hatte es, surprise, surprise, mal eine andere Funktion. Das Schloss Romroth. Liegt an der Straße der Langen und Kurzen Hessen, quasi die Vorläufige der jetzigen A5. Und hat damals schon als Maut- und Zolleinnahmestation gedient und als Finanzverwaltung in der Region und sich in der Renaissance dann zum Jagdschloss der hessischen Großherzöge entwickelt. Und dann halt Renaissance zum Hochzeitsfeierschloss. Rund 65 Leute arbeiten hier. Bei gut 1400 Menschen, die in Romroth leben, ein echter Wirtschaftsfaktor. Mit riesigem Aufwand wird immer wieder saniert. Musst du halt machen, wenn du ein Hotel im Schloss haben willst. Muss man noch was haben? Man muss ein bisschen einen an der Klatsche haben, weil es natürlich fernab jedes Standardhotels ist. Und diese typischen Kennzahlen, wie lange braucht man für ein Zimmer zum Reinigen, das gibt es bei uns alles gar nicht, weil wir teilweise sehr unwegsame Treppen haben. Deswegen geht es eigentlich nur darum, dass man sich in so einem Objekt arrangiert, auch teilweise improvisiert und versucht halt irgendwie Trampelpfade zu bauen, die wir irgendwann mal asphaltieren im übertragenen Sinne. Gut, bleiben wir beim Thema Hochzeit und kommen zu ihr. Name 05084, Modell Q, Besonderheiten, wirklich sehr schöne Haare. Und? Ja, das Q war schon mal auf eine Hochzeit und zwar hat die Bürgermeisterin angefragt, ein Hochzeitspaar wollte auf dem Land heiraten und dafür bräuchte sie eine Kuh. Und dann war man mit der Kuh auf der Hochzeit. Wie war's? War gut, war gechillt. Normalerweise geben sie beruflich Milch. Hochzeit ist eher die Ausnahme. Was Q 05084 beim Gassigehen allerdings noch nicht erlebt hat, den Lutherweg. Der führt durch Romroth. Ja, der Martin Luther ist hier schon lang gelaufen. Sicher überliefert ist außerdem, dass Martin Luther hier nicht geschlafen hat. Wenn derzeit jemand regelmäßig am nicht mehr ganz so neuen Landhotel ist, dann sind das Polizei und Feuerwehr. Vandalismus, Brände, Drogen. Ein chinesischer Investor hatte das Hotel gekauft. Ein paar wenige Jahre betrieben, 2016 dann aber aufgegeben. Seitdem gibt's hier nichts mehr außer Ärger. Dabei war das für die Romröder echt mal ein schönes Teil. Es war ein gepflegtes Hotel mit wirklich damals Wellness-Einrichtungen, die man so in der Region nicht kannte. Also eine schöne Schwimmhalle, ganz viele Romröder haben da geschwommen und Kinder Schwimmkurse gemacht, Saunabereich und eine Kegelbahn, später eine Tennishalle. Also das war tatsächlich ein Angebot, was hier in der Region ein Highlight war. Machen kann die Stadt nichts. Der Besitzer lässt das Gebäude verfallen, zum Ärger der Romröder. Kommen wir zu der Sehenswürdigkeit des Ortes. Willi mit der Kehrmaschine. Ja. Das ist er. Romröder Original. Willi kennt jeden und jeder kennt Willi. Und seine Kehrmaschine. Ohne Willi wären die Wege nicht nur deutlich weniger sauber. Im Prinzip geht ohne ihn hier nichts. Ist ja überall Mitglied. So, Feuerwehr. Dann bin ich mal hier in Altersabteilung. Bin ich Vorsitzender von der Stadt Romroth. Dann bin ich in der Partei drin. Frankreich, mal der Städtepartnerschaft. Sind noch drei, vier
wo ich drin bin. Das ist, nur muss man dann im Alter auch langsam ein bisschen zurückschrauben. Ja, klar. Und weil es viele engagierte Menschen wie Willi gibt, gibt es hier so Sachen wie das Museumsuferfest. In Zeiten von Corona nur die Familien beisammen, der Rest mit Mundschutz und Abstand. Gut, die Kindergartenkinder hängen eh den ganzen Tag zusammen rum. Zum Beispiel, wenn sie für die Senioren im Ort Steine bemalt haben. Auf die Beine gestellt wird's mit Hilfe der unzähligen Vereine. Und die Romröder Volksmusikanten, die spielen normalerweise auch. Aber Blasinstrument in Zeiten von Corona? Nee. Derzeit nennen sie sich daher die stumme Risikogruppe. Museumsuferfest, weil es das Schlossmuseum gibt und direkt daneben die alte Synagoge gehört der Stadt, kümmern tut sich der Heimat- und Kulturverein, ist ihnen wichtig. Es gab ortsansässige Nazis, die sehr wohl diese Familien drangsaliert, bedroht, überfallen haben. Und diese Erinnerung gehört zur Geschichte dieses Ortes und muss weitergetragen werden. So läuft's am Museumsufer. Der Angelverein geht diesmal leer aus. Aber wer braucht schon einen Fisch, wenn man im Vogelsbergkreis eine Gemeinschaft mit Kneipvereinen, den Sportfreunden, alle Corona-kompatibel aufgereiht, dem Lauftreff der Theatergruppe, dem Verein für Städtepartnerschaften, dem Kirmesclub, Elternverein und freiwillige Feuerwehr haben kann? Tja, Romroth ist eine dolle Stadt, denn Stadtrechte hat's trotz Dorfgröße. Alle modernen Dichter, die wir Ihnen in dieser Woche vorgestellt haben, sehen Sie unter dem Titel Fünf Stimmen in schwieriger Zeit, so heißt es, in der ARD-Mediathek. Und heute kommt nun der letzte Teil der Serie, Hashtag Poesiealbum. Wir stellen Ihnen ja moderne Dichter vor. Und heute haben wir eine junge Frau, Lisa Goldschmidt, die in zwei Welten zu Hause ist. Sie kommt aus dem Schwarzwald und lebt in Offenbach. Während ich meinen Blick nach außen abwende und das helle Blau des Himmels meine Augen berührt, die sich leicht verschließen vor der Grelle. Lichtblau. Ich trage keinerlei Sichtbarkeit in mir, bloß leeres, übervolles Geschirr, Gefäße, amorphes, Tassen voll abgestandenem Tee. Keine Empfindung für mich, kein Wort, bloß Zurückhaltung. Ich verflüssige mich nicht. Das ist mein Zustand. Eine Präsenz umgeben von Gegenständen, an denen mein Blick abprallt, durch deren Konturen ich die Fülle meines Körpers erahne, der stockt, sich bewegt, sitzt und denkt. Ich eile, tue Dinge hastig, fühle die Luft, die Sonne, doch nichts keimt in mir. Lisa Goldschmidt, wie will man sie fassen? Ihre Manuskripte ähneln choreografischen Anweisungen, mit Bleistift zuerst im Skizzenbuch festgehalten. Präzise und fein. Ihr erstes Buch, das sie mit 26 Jahren vorlegte, hat bereits die Fachwelt zum Staunen gebracht. Jetzt ist sie ein Jahr älter. Und wenn sie schreibt, dann passiert ganz viel in ihrem Kopf. Also ich glaube, wenn ein Gedicht anfängt, also dann habe ich das Gefühl, als wäre so ein kleiner, würde so ein kleiner Dominolauf der Zellen in mir anfangen zu arbeiten. Also ich spüre, dass irgendwas in mir brodelt und dass was losgehen kann. Also dass irgendwas in mir arbeitet. Und dann beginnt meistens alles mit dem ersten Satz. Und ich habe den ersten Satz und dann setze ich mich hin und schreibe, aber ohne das Gefühl zu haben, jetzt bewusst zu denken, was möchte ich schreiben. Es sprudelt eigentlich aus mir heraus. Und deshalb ist es vielleicht auch oft fehleranfällig oder wie auch immer, aber es ist die Intuition. Ein Beispiel. Immersion bedeutet Eintauchen, Einbetten, beschreibt den Eintritt eines Himmelskörpers in den Schatten eines anderen. Es war später Mai, als du bei geöffneten Fenstern beim Anbruch des Abends dich auf mein Bett fallen liest, ohne ein Wort. Seit diesem Fallen, dieser unscheinbaren Bewegung der Schwerkraft, war ich beiläufig in den Schatten deiner Einbildung. Was muss ein Text leisten, fragen wir. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man berührt wird. Und ich glaube, wie die Texte anfangen, wenn ich schreibe, dann kommt auch alles eigentlich aus einer Intuition heraus. Und das Schleifen, was am Ende passiert, ich glaube, ich mache das sehr wenig eigentlich, muss ich zugeben. Und ich glaube, ich könnte mich darin besser üben auch noch. Aber der Impuls ist für mich das Allerwichtigste eigentlich und die Intuition. Also ich schreibe eher Gedichte neu, anstatt dass ich an ihnen arbeite. Weil ich merke, wenn ich ein Gedicht zu sehr überarbeiten würde, dann wird es
diesen Impuls zerstören und es wird irgendwie ein Teil von mir zerstören. Viel verrät sie uns nicht von sich. Sie lebt mit ihrem Freund zusammen, der Musiker ist und Komponist. Ein Künstlerpaar, selbstbewusst und zurückhaltend. Mit der Malerei kam sie in der Kunsthochschule auf einmal nicht mehr voran. Aus dieser Krise ging sie als Lyrikerin hervor und kann jetzt auch wieder malen. Was war es, dass ich nicht fühlen soll? Starres Licht. Ich bin nichts weiter als ein beliebiges Objekt, bin das Bein eines Stuhls, bin der Henkel einer Tasse. Ich warte, dass man mich fasse, doch ich warte und nichts geschieht, sage ich. Nur ich selbst kann mich greifen. Ich bin gleichzeitig ganz bei mir und andererseits bin ich aber auch außerhalb von mir. Und das ist eigentlich ein sehr schöner Zustand, weil ich sehr in meiner Wahrnehmung drin bin und das verursacht ja auch sehr häufig irgendwie sehr viel Trauer beispielsweise oder Schmerz, weil ich so sehr bei mir bin und Subjekt bin. Und die Kunst, wenn man es vermag, ja dann eigentlich so eine dritte Position einem eröffnet. Und durch diesen Blick dann darauf wieder man auch Distanz oder Abstand gewinnen kann. Und das kann ja auch heilsam wirken. Und das wirkt ja auch heilsam eigentlich in der Therapie, dass ich eine andere Person habe, mit der ich sprechen kann und der ich mich öffnen kann und der ich vertrauen kann. Was sie schreibt, ihre literarischen Konzepte, sie werden von der Kritik als poetische Glanzleistung gefeiert. Und auch uns lässt die schreibende Psychologin aus Offenbach staunend zurück. Wir sind uns sicher, von Lisa Goldschmidt werden wir bald wieder im Blätterwald ein besonderes Rauschen hören. Ja, und alle 5 modernen Dichter sehen Sie nochmal in der ARD-Mediathek unter dem Titel 5 Stimmen in schwieriger Zeit. In der Reihe Wunderschön geht es heute um wunderschöne Urlaubsinseln, gleich nach dem Wetter und der Tagesschau. Hast du eine Lieblingsinsel, Martin? Nee, wirklich nicht. Nein? Ja, also ich kenne wunderschöne Orte, aber eine Lieblingsinsel habe ich tatsächlich nicht. Also meine ist ganz klar Korsika. Die ist schön, die ist toll, aber ich kenne auch zu wenig, um eine als Lieblingsinsel erkennen zu dürfen. Nee. Also lassen wir uns überraschen. Es sind, glaube ich, 15, die gezeigt werden mit der besten Reisezeit. Tschüss. Tschüss, schönen Abend. Wir laufen auf Zeit.